1933, da gab es nicht die geringste Spur von Feminismus oder feministischem Bewusstsein oder irgendwelchen Rollenvorbildern. Und ich würde sagen, also ich komme aus einem Künstlerhaushalt, der Vater Schriftsteller und Gelehrte, die Mutter Ausdruckstänzerin. Und Vorbild in dem Sinn war meine Mutter sicher nicht, weil sie war sehr schön und feminin. Und tanzte eben, war aber durchaus ja meinem Vater gehorsam, würde ich sagen. Und es war von daher eine Konstellation des üblichen Machtverhältnisses. Was ich aber glaube, was mir in den Start der späteren Frauenbewegung doch etwas geholfen hat, ist einmal die Tatsache, dass es ein sehr unkonventioneller Haushalt war, sehr liberal. Also in meiner Erziehung spielte zum Beispiel Belohnung und Bestrafung einfach keine Rolle. Und ich durfte sehr viel also machen, selber machen. Auch dann als Teenager war ich nicht besonders beaufsichtigt. Ich musste nur vor Dunkelheit wieder zurück sein. Das war also auf dem Land. Also das, glaube ich, war eine ganz gute Voraussetzung, einfach die Offenheit für andere Werte, Lebensformen. Und das andere habe ich mir neulich mal überlegt, ich wurde in der Volksschule stark gemobbt, was schlimm genug war. Ich war etwas anders gekleidet, ich hatte offene Haare und Baskenmütze, während die anderen Mädchen hatten halt Zöpfe oder Affenschaukeln und Schulschürzen. Und das war natürlich Anlass genug, mich zu verfolgen. Das hat mich auch damals sehr geschädigt. Ich war ganz schlecht in der Schule. Aber irgendwann habe ich mir dann, oder ist in mir ein Bewusstsein entstanden, also ich bin anders und jetzt ist es halt mal so und die können nicht alle mal. Und das war dann später, glaube ich, doch ganz hilfreich, dass ich mich nicht so sehr drum gekümmert habe, was die Leute jetzt über mich sagen oder wie sie mich anschauen oder so. Also das ist so die Startsituation, würde ich sagen. Die Frauenforschung wurde ja angestoßen durch die Frauenbewegung, das ist ja klar. Aber dann musste das auch in Theorie umgesetzt werden, in Begrifflichkeit, um klarzumachen, warum es gibt. Also etwa Frauenbilder, diese falschen Frauenbilder, diese Stereotypen von Mutter, von Hure, von Heiliger, von der anbetungswürdigen Frau, was ja nur eine Marginalisierung, eine versteckte Marginalisierung war. Das habe ich dann selber erst allmählich begriffen und konnte das dann umsetzen, auch in Literaturanalyse, in den Unterricht. Wobei natürlich die Anglistik, auf die ich mich dann allmählich konzentriert habe, ich glaube, ich sagte es schon, dass die sich mehr mit Texten beschäftigen als die Germanisten, insofern ein großer Vorteil war, weil in den angelsächsischen Ländern, also England und den USA, die Frauenforschung ja schon weiter betrieben war. Die waren uns ja zwei, drei Jahre voraus. Und von daher konnte man eben auch die Literatur lesen, die Forschungsliteratur und sich weiterbilden. Und das eben sowohl in Artikeln, also für meine Kolleginnen, weitergeben, wie auch, und das war mir immer sehr wichtig, im Unterricht. Welche Autorin aus der englischen Literatur würden Sie da als exemplarisch bezeichnen, aus deren Werk und Leben vielleicht sich erste Ansätze von Emanzipation lesen lassen? Natürlich bietet sich da Virginia Woolf an, das ist klar. Sie ist auch typisch für dafür, dass sie also ihr Schreiben durchgesetzt hat und publiziert hat. Sie ist aber insofern ein Sonderfall, als sie einen eigenen Verlag hatte. Lennart hatte ja den Verlag. Und dass die große Tragik der Frauenliteratur
Geschichte ist ja, dass es sehr viele gute Autorinnen in den Jahrhunderten gab, die aber einmal anerkannt waren, gelesen wurden, aber nie wieder weiter verlegt, weil die Verleger Männer waren und eben männliche Autoren bevorzugt haben. So einfach ist das. Und diese Frauen wurden dann im Zuge der Frauenforschung wiederentdeckt, wieder aufgelegt. Es gab Frauenverlage in Deutschland, in England, Virago und so weiter. Und das hatten uns natürlich beschäftigt, nun zu sehen, wie diese Frauen wiederum Frauenfiguren darstellen, Fragen der Entwicklung, der Emanzipation, der Mutterschaft, der Ehe. Das war, war dann doch nicht unbedingt ein feministisch-kritischer Blickwinkel in den 18., 19. Jahrhundert, aber doch ein anderer Blickwinkel. Ich kam jetzt assoziativ eben von Virginia da drauf und kann natürlich sagen, ja, also von der Biografie her, als emanzipatorische Frauen kann man dann erst die damals zeitgenössischen ab der 60er Jahre ansehen. Da gäbe es nun unendlich viele Beispiele, zumal in England die Literatursituation im Roman eine andere ist als in Deutschland. Es gibt eine sehr breite Mittelschicht von Unterhaltungsromanen mit hohem Niveau. Und die haben wir eben auch bearbeitet. Das gibt es in Deutschland merkwürdigerweise nicht. Und diese Frauen haben alle also emanzipatorische Wege beschritten. Vielleicht auch eine späte Ehrenrettung für Brontes, Bronte Sisters und ähnliches. Ja, auch das ist aber wieder in England eben anders als in Deutschland. Die Brontes und George Eliot, wurden weiter aufgelegt, die wurden auch anerkannt. Und es hat, glaube ich, mit dem Demokratieverständnis der Engländer zu tun, dass doch Frauen etwas mehr, eine etwas bessere Rolle gespielt haben als in Deutschland. Also Gender Inn heißt natürlich erstmal, Inn ist ja das Gasthaus, wo man eben etwas serviert bekommt. Aber das Inn konnotiert eben auch die Weiblichkeit. Das war damals, hatten wir damals nach langem Knobeln herausgefunden. Wobei nun dieses Projekt sehr weit zurückreicht in eine Zeit, wo man noch mit Zettelkasten gearbeitet hat. Also 1987 haben wir damit begonnen, eben für dieses neue Forschungsgebiet auch Forschungsliteratur zu sammeln und zu verschlagworten. Und in den Anfängen musste man zuerst mal überhaupt eine Systematik für die Schlagwörter schaffen und sich eben überlegen, was wollen wir da drin haben, also Literatur, Geschichte, Kulturgeschichte, feministisch relevante Schlagwörter, was weiß ich, Mutter, Ehefrau, Emanzipation, Abtreibung. Das kommt in der Literatur recht wenig vor, begreiflicherweise. Oder auch Entwicklungsroman und solche Sachen. Also das musste erstmal entwickelt werden, was ich eben mit einigen jüngeren Mitarbeiterinnen gemacht habe. Und dann fingen wir an, Literatur zu sammeln. Und die Besonderheit also dieses Projekts gegenüber Vergleichbaren war, dass wir breiter recherchiert haben in akademischen Bibliotheken im Innen- und später dann auch im Ausland, während andere Projekte dieser Art immer nur auf eine Bibliothek fokussiert waren, die sie dann aufgearbeitet haben. Also das war das Besondere dabei. Es wurde auch schon in diesen frühen Zeiten also nachgefragt, innerhalb der Universität vor allem. Und dann haben wir also erstmal also auf EDV also gespeichert, also nicht mehr auf Karteikarten. Und der Umschwung oder der Einstieg ins Internet kam nach etwa 9 Jahren, dass wir dann eben online gingen. Also ich habe die Bedeutung dieses Projekts dann nochmal erfahren, als wir das 10-jährige Jubiläum gefeiert haben. Das haben wir also öffentlich innerhalb der Universität gemacht, um eben auch ein bisschen publik zu werden, klar. Aber die Aufmerksamkeit war doch ganz gut. Also wir hatten ein Grußwort von der Referentin im Wissenschaftsministerium für Frauenangelegenheiten. Wir hatten ein Grußwort des Rektors.
Es war der Dekan und der Prorektor anwesend und die Frauenbeauftragte. Die haben alle so kleine Speeches gemacht. Da gibt es auch eine Festschrift dazu. Also da war schon eine gewisse öffentliche Anerkennung zu sehen. Und das war ein Jahr, nachdem wir also online gegangen sind. Und das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit immer mehr durch die Entwicklung des Internets wiederum erübrigt. Also heute gibt es die nicht mehr, schon seit einigen Jahren nicht mehr, weil man jetzt anders an das Material kommt und auch sehr viel auch digitalisiert worden ist. Aber ich würde sagen, für eine Phase von 20 Jahren hat es seine Funktion erfüllt in der Entwicklung der Frauenforschung. Ich habe ja mit der Frauenforschung erst auf dem Lehrstuhl begonnen. Und wenn man einen Lehrstuhl hat, hat man doch eine Menge Gestaltungsraum. Und da kann einem nicht so viel reingeredet werden, welche Examensthemen, welche Dissertationen. Natürlich fiel auf, dass ich spezielle Examensthemen hatte, bis hin auch dann Examensarbeiten über Homosexualität in den Romanen und so weiter. Ich habe keine wirklichen Widerstände gespürt. Ich habe natürlich manchmal herablassendes Lächeln oder ironische Bemerkungen. Ich habe in der Fakultätssitzung auch bemerkt, also wenn zum Beispiel sich jemand mokiert hat, Lehrstuhlbesetzung, feministische Theologie, was soll das hier, Feminismus? Und dann ist natürlich die Würzbach aufgestanden, die Feministin vom Dienst, und hat das ruhig erklärt, dass das Sinn macht. Also solche Sachen gab es schon, aber man hat mich machen lassen. Und vielleicht ab einem gewissen Punkt dann, wenn also als dann auch Geschlechterforschung, Gender Studies allmählich zum Zuge kamen, war man wohl auch ganz froh, dass das jemand gemacht hat. Wenn ich mich frage nach meiner Wirkung, meines Unterrichts, dann sind, und auch dieses Projekts, dann sind daraus doch einige weibliche Karrieren hervorgegangen. Also zwei Professorinnen etwa, eine, die jetzt Direktorin einer Universitätsbibliothek ist, eine sehr renommierte Romanautorin, viele Leute im Schulbetrieb, die Direktoren, übrigens auch Männer, Direktoren, Direktorinnen wurden oder eben Lehrerseminare leiten. Eine ist bei der DFG dann oder jetzt in der Studienstiftung in leitender Position. Eine andere hat eine große Karriere im Film, nicht als Schauspielerin, sondern mit Animationsfilmen und Drehbüchern gemacht. Manchmal hört man das, manchmal googelt es, manchmal trifft man die Frauen, die auch darüber erzählen. In manchen bin ich auch befreundet. Also da war schon eine Wirkung. Und es hieß immer, zur Würzbach geht man, wenn man arbeiten will. Ich habe ja viel Gruppenarbeit gemacht, um die, also vor allem die Frauen, also auch zur Selbstständigkeit sozusagen anzuregen. Und das Zweite war, es hieß, also Männer hätten keine Chance bei mir, was Quatsch war. Nur es kamen nicht sehr viele. Es waren eben überwiegend Frauen, wohl aufgrund der Themen, nicht? Und wie gesagt, Männer, da zwei wurden dann, sind jetzt Schuldirektoren, also war auch nicht. Ist auch was draus geworden. Ist auch was draus geworden. Es freut mich einfach, weil es geht dabei, das ist mir auch, also ich habe ja immer mal wieder Feedback, oder ich treffe eine Studentin auf der Straße hier im Viertel, und die sagt, ja, bei Ihnen habe ich eben denken gelernt. Hey. Und das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Was mir dabei auch in den Sinn kommt, ist, dass sich damit jetzt nicht nur feministisches Gedankengut verbreitet, sondern eine, was ich gerne als weibliche Kultur bezeichne. Mhm. Das heißt, es ist jetzt furchtbar klischeehaft, wenn ich das sage, aber Empathie, Kommunikationsbereitschaft, Solidarität, das ist einfach bei Frauen, aus welchen Gründen auch immer, verbreiteter. Und ich hatte jetzt das Beispiel bei dieser Direktorin von einer Universitätsbibliothek in NRW, und wir haben uns darüber unterhalten, wie sie mit der Pandemie umgegangen ist.
Und wie die sich überlegt hat, welche Aufgaben gebe ich jetzt meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen im Homeoffice? Mhm. Wie helfe ich den Studierenden? Die hat doch glatt ihr Personal, ihre Angestellten an die Kopierer gestellt, gesagt, die sollen jetzt die Aufsätze kopieren für die Studis, die das brauchten, und hat das denen zukommen lassen. Ganz praktisch. Ja, lauter solche Sachen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz eine wichtige Wirkung von Frauen in Führungspositionen, dass manche es anders machen würden als Männer. Mhm. Manche nicht, andere sind auch furchtbare Hyänen. Auch das gibt's.